Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Alone in the Ark. Nein, ich fliege nicht. Ich habe noch ein wenig Restboden unter den Füßen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein wenig schwummrig wird es einem schon, aber wenn das mal nicht geil aussieht, dieser Sonnenuntergang, oder? Diese riesen Wasserfälle dort drüben. Dort werden wir bauen, da oben drauf. Immer schön mit Blick auf diesen Sonnenuntergang. Also, ich feiere diesen Ort. Und wenn ich jemals Heimweh hatte, schon irgendwie, ja, oder den alten Ort vermisst hatte, noch bis vor kurzem, ich glaube. Ja, toll. Wie ein Geräusch sämtliche Romantik mit einem Schlag zerstören kann. Es ist trotzdem schön. Oh Mann, Wahnsinn. Hier mache ich eine Aussichtsplattform. Hier kommt eine Terrasse hin, eine eigene. Hier kommt was hin. Definitiv. Kein Turm oder so. Es wird einfach nur eine Plattform, glaube ich. Und da werden wir sitzen. Und folgenlang immer nur Sonnenuntergänge machen. Ich werde es immer wieder mit Set Time of Day immer auf die Sonnenuntergangszeit wieder zurückstellen. Und der Schatten senkt sich über die Landschaft. Im gleichen Zug wird dann die Höhle dafür umso schöner und beleuchtet hier das Ganze. Licht aus. Ich finde das einfach genial. Ich finde das einfach so genial. Ehrlich, ich feiere dieses Spiel für diese Momente. Herrlich. Ich glaube, das war der schönste Folgenanfang, den wir je hatten, oder? Finde ich jetzt zumindest. Der ist aber gerast, der Mond. So, dann schauen wir mal. Wir brauchen so eine kleine rudimentäre Basis, die wir hier erstmal errichten. Also Basis möchte ich das gar nicht nennen. Wir nennen es einfach mal Bauhütte. Wir haben ja sehr hohes Gras, da müssen wir auch mit zurechtkommen. Das wird also immer wieder durch die Bauteile, die wir haben, durchscheinen wahrscheinlich. Wir machen das mal hier so ein bisschen weg. So. Acht Teile haben wir. Acht Teile. So, lass uns mal schauen. Jetzt haben wir drei Vögelchen. Das einmal beiseite. Und dann schauen wir mal weiter. Landen. Pass mal auf. So. So. Und so. Und so. Dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt mit unseren Wänden kommen. Das ist noch nicht so viel, aber ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Dann würde ich mir wenigstens einzäunen damit. Hätte auch mal eine Tür oder so mitnehmen können. Wäre auch nicht so dumm gewesen. Zum Glück sind das CS-Wände. Lass es bitte CS-Wände sein. Jawohl. Das ist alles noch Corrected Structures, das ist noch so altes Material. Wir werden uns das noch anschauen, was es mit der neuen Structure Plus auf sich hat. Ich habe die noch gar nicht angetestet, ist noch gänzlich neu für mich. Werden wir dann hier so ein bisschen rausfinden und wenn sie nichts taugt, dann taugt sie halt nichts. Dann machen wir das nochmal mal anders. Mit einer anderen Mod. So. Das heißt also, hier brauchen wir jetzt noch ein bisschen was. Hier brauchen wir noch einen Eingang und mindestens mal zwei Wände und dann noch ganz viele Ceilings. Schauen wir mal, was wir hinkriegen. Wir schauen einfach mal in die Anchrams. Ich weiß gar nicht, ob es eine Structure Plus gibt. Mal gucken. Structure, nee, weiß nicht, wie die Items sich nennen. Wahrscheinlich sind sie relativ weit unten. S Plus. Ah, mit S Plus kriegen wir die wahrscheinlich alle angezeigt. S Plus, wunderbar. So, und da haben wir alle Structure Plus Teile. Kostet alles nichts.
Das ist auch super. S plus Crafting Station. Zack. Wunderbar. Die brauchen wir als allererstes. Dann schauen wir uns mal, was die so kostet. Wie eine Smithy. Metal Ingot, Stone, Wood, Hide. So. Hide. Metal Ingots. Stone. Wood. Wer sagt's denn? Dann haben wir die schon mal. Dann nehmen wir die Schränke raus. Und die Lagerfeuer und Mortar und Pestle nehmen wir raus. Und Schmizzy und das. Und mal gucken, wo ich das all night durch soll. Und die Lagerfeuer, genau, die wollte ich auch noch haben. Die bauen wir jetzt mal zuallererst auf, dass wir hier ein bisschen Fleisch grillen können. Ich krieg nämlich dann irgendwann auch Hunger, schätze ich. Lass uns das mal... Warte mal, Schmizzy. Schmizzys und Forge und Crafting Table. Das können wir hier machen, wenn wir reinkommen. Dann können wir da die ersten Schränke machen. Dann kann ich hier das Lagerfeuer bauen. Ja, das geht. Ich habe überlegt, ob ich die Forges auslagern muss. Wegen Platz und so. Machen wir hier die Schränke. Platz sparend, selbstverständlich. Na, so. Hä? Oh Gott, schon. Wird wieder grün. So. Wenn die jetzt schief sind, ist auch nicht schlimm. Ich will nur nach Möglichkeit keinen Platz verschenken. Schief ist mir relativ egal. Moment. So. So. Haben wir da schon mal... das ist... ja, schief ist es. Das habe ich geschafft. Kriege ich noch einen gebaut? Was fehlt? Fiber und Thatch. Oh, ich glaube, Fiber habe ich gar keins mitgenommen, gell? Weiß ich gar nicht. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir die Schmizzy, die Forges, die Mörser machen wir draußen hin. Und den Corrected Structures Crafting Table. Den bauen wir hier nah an die... Dings. Ja, ist klar soweit. Guck mal. Den kann ich auch schon in die Wände reinsetzen. So. Die Schmizzy, die machen wir auch hier in die Nähe der Tische. Ja, der Tische. Der Schränke selbstverständlich. Allerdings ein bisschen weg schon. Und da kommt ja noch die Tür. Ich denke mal, dann können wir es auch so ein bisschen in den Türbogen reinsetzen. Dann haben wir da rechts eventuell noch Platz für... Ich hoffe, das passt dann so, wenn ich die... Wenn ich die so setze, müsste passen mit dem Türbogen, dass man noch durchkommt. So, dann haben wir da noch ein bisschen Platz für Schränke. Und dann können wir hier die Forges in die Ecke klatschen. Das wird eine schnuckelige, Anfangsbude, sage ich euch. So, gucken wir mal. Und... Na? So, und jetzt wollte ich mal was gucken. Hey, perfekt. Und wo sind sie? Auf der 8. Perfekt. Super, und Licht haben wir auch ein bisschen. Gefällt mir zumindest ganz gut, dieses blaue Licht. So, das ist doch schon mal eine schnuckelige Eingangsbude. Da können wir doch ein bisschen was mit anfangen. Notfalls irgendwie eine Leiter hochbauen, oben noch eine Etage mit Schränken machen. Dann haben wir da erstmal was. Hier können auch noch ein, zwei Schränke hin. Hier da noch einer geht da auf jeden Fall. So, dann machen wir uns jetzt hier nämlich erstmal ran und schauen, dass wir das ganze Material rausholen. Halt. Und zack und zack. Du kriegst mal zwei Stacks rein. Ach komm, du kriegst mehr Stacks rein. Ich brauche ja nur erstmal einen. So. Und dann haben wir noch Stein. Ein bisschen Stein haben wir noch. Da wir das Holz sehr stark zum Bauen brauchen werden und hier nicht so viel Holz ist, glaube ich. Ach, Idiot. So.
glaube ich, dass wir das hier mal machen. Dann werde ich die Lagerfeuer eher mit Spark Powder hier befeuern. So, und dann gehen wir mal her. Dann haben wir hier alles halbwegs holzige. Dann haben wir hier steiniges. Halt, da unten ist noch viel mehr steiniges. Dann haben wir hier tierisches. So, das auch noch. Das können wir wieder runter machen. Das kommt wieder runter. Ne, da war die. Da war die Bola. Wo habe ich denn die Bola hängen? Ne, da war. Was war hier? Was hatte ich denn hier? Was hatte ich hier? Hier hatte ich Schnitzeln. Was hatte ich da? 7 ist normal die Fackel. Was hatte ich denn? Mein Scope. Genau. Dankeschön. Halt, was? Moment. So. Dann machen wir die Schnitzel an. Jetzt wird es doch dunkel. Haben wir. Oh, ein bisschen Licht. So. Wir machen das. Wir ziehen das hier durch bei Nacht. Wir ziehen das hier durch bei Nacht. Das gehört einfach dazu. Wir sind jetzt hier in der Nacht angekommen, also werden wir auch entsprechend hier dann unterwegs bleiben. Viel Baukram, viel von diesem Holzzeug und alles, das kann ich schon mal in die Baustationen da reinschmeißen. Das nehme ich mal an, nämlich. Ich weiß nicht, ob es hier auch Insekten gibt, die betäuben oder dergleichen oder Skorpione von oben runterfallen können. Darum habe ich mir mal, ein bisschen Stimulanz mitgenommen. Sicher ist sicher. Oh, pass auf, dann machen wir da hinten unseren Ausrüstungsschrank. Bisher sind ja keine Insekten da und das Metallzeug, das tue ich schon mal in die Schmissi. Das haben wir schon mal da drin und ganz ehrlich, komm, das lass uns doch einfach so machen. Alles, was hier Holz und Thatch und Fiber ist, das schmeißen wir gleich in die Corrected Structure Kiste. Das brauchen wir jetzt nicht, das ist Flint und Zeug und dann gucken wir mal, was wir hier noch reinschmeißen können. So, hier hätten wir 300 Platz sogar. Crafting. Okay, dann lernen wir jetzt mal diese ganzen Corrected Structures Sachen durch. S+ war das. S+. So, dann schauen wir mal. Das kostet ja alles nichts. Aber wahrscheinlich müssen wir die Grundsachen lernen, oder? Mal gucken. Genau, hier müssen wir diese Grund... diese Grundrezepte lernen. Jetzt schauen wir nur mal, wie es ist, wenn man S+ eingibt. Triangle Foundation. Also hier ein Dreieck. Das ist ja super. Foundation im Dreieck. Das gibt es auch als Triangle Ceiling. Das ist ja super genial. Was gibt es denn noch? Doorframe. Alles normal. Fans Support. Wood Fans Support. Den kann man irgendwie hochschrauben, scheint es. Das scheint so eine höhere Fans Foundation zu sein. Oder? Müssen wir mal gucken. Small Wood Pillar, Medium Wood Pillar, Large Wood Pillar gibt's. Oh. Eieieiei. Uiuiuiuiui. Da haben wir S+, Mortar and Pestle? Can be pin-coded, can pull resources from nearby containers. Ach was. Air Conditioner. Can be placed in Windows. Ja, das habe ich gesehen. Da kann man so richtig wie so eine klassische Klimaanlage so am Fenster platzieren. Das ist auch sehr cool. More powerful, bigger range, thinner model. Also es ist kleiner, es ist leiser, es hat mehr Power. Lernen wir. Electrical Generator. Silent. Snaps to Foundations in 4 verschiedenen Wegen. Kann pin-coded werden. Komm, nehmen wir den auch. Electrical Outlet. Can be hidden.
Can hide all connecting wires. Can hide sparks effect. Geil. Man kann also da dann verdecken, dass da diese Kabel gespannt werden. Das ist ja... Die ist ja mega. Can be hidden. Diese ganzen Kabel kann man also auch verbergen. Der einzige Nachteil ist, während bei der Corrected Structures Mod, ich glaube, ich muss irgendwann nochmal so einen Mindwipe mir dann gönnen. Bei der Corrected Structures Mod war es so, dass man nur so Grundsachen lernen musste, wie zum Beispiel die Thatch Foundation, und dann hat man bei der Corrected alles von Thatch lernen können, aber dafür dann EPs ausgegeben. Darum habe ich die jetzt alle schon ausgegeben. Wenn ich jetzt hergehe und sage, jetzt lernen wir einmal komplett Wood durch, dann noch danach Stone wenigstens. Metall, glaube ich, werde ich nicht unbedingt brauchen. Wood Wall. Wooden Ceiling. Wooden Spike, lassen wir mal. Wooden Railing. Müssen wir mal gucken, ob wir es brauchen. Ich schätze mal, ich werde es immer als Voraussetzung brauchen. Wood Wall. Roof, Doorframe, Door, Fence Foundation. Pillar habe ich, glaube ich, schon gelernt. Billboard brauchen wir nicht. Ramp. Ne, Pillar habe ich nicht gelernt. Da. Ne, dann, wir sehen, dass das Edge Frames werden wir brauchen. Leiter brauchen wir. Catwalk weiß ich nicht. Trapdoor weiß ich nicht. Ja, doch, werden wir brauchen. Window Frame brauchen wir. Wooden Window. Reinforced Wooden Door brauchen wir. Stone Door Frame für. Stone Door Frame werden wir noch lernen. Wooden Window. Wooden Tree Platform. Wooden Stairs. Wooden Stairs Small. Wooden Spiral Stairs. Ne, die lernen wir nicht. Da haben wir schon die aus dem Spiel. Das sind Mod Stairs hier. So, da haben wir hier die ganzen CS-Sachen. Ihr seht, das hat hier und da kostet das. Ja? Das ist ein bisschen schade. Und jetzt kommen die S+. Wood Wall. Ceiling. Triangle Ceiling. Slopped Round Wooden Pillar. Das ist die Pillar-Mod. Slopped Wooden Pillar. Wie gesagt, das sind die Schrägen von der Pillars Plus, die ich in der letzten Folge schon angedeutet habe. Hier haben wir die ganzen Pillars. Ach du Kacke. So viel Neues zu bauen. Wooden Railing, S+. Ah, alles. Komm her, das kostet ja nichts. Das müllt uns nur die... Da müssen wir gucken, mit dem Fan-Support. Das müllt uns nur die ganze Liste zu, aber dafür haben wir ja die Crafting-Tables. Small Wood Pillar, Medium Wood Pillar, Large, Hedge Frame, Trapdoor, Ladder, Catwalk. Ich will das mal gucken, weil mit den Catwalks konnte ich bisher nie was anfangen. Mit denen konnte ich bisher nie was anfangen. Insofern ist es, glaube ich, nicht verkehrt, die uns mal anzuschauen. So, Window Frame S+, dann Window. So, und dann ginge das Ganze mit Stone los. Das werde ich schon auch noch lernen, Stone. Das müssen wir auch noch machen. Es tut mir leid, da müssen wir jetzt mal ein bisschen Zeit drin verbringen, aber ich finde das gerade sehr spannend. Ich hoffe, ihr auch. Ich finde das gerade sehr spannend, dass man sich das mal anschauen kann, hier, was diese Mod mitbringt, und dann werden wir mal gucken, was wir da draus machen können. Mal schauen vor allen Dingen, wie weit man mit den EPs kommt. Gut möglich, dass ich da relativ bald am Ende bin. Giant Stone Hedge Frame, das lassen wir mal. Stone Stairs, Small Stone Stairs, Spiral Stairs, da haben wir schon die hier. Rounded Foundation, das ist die mit Rounded Walls, die Mod müssen wir auch mal reinlernen. Rounded Walls, die werden wir hier vielleicht brauchen, habe ich mir überlegt, dass wir hier mit Türmen arbeiten können. Das kostet zum Glück jetzt alles nicht so viel. So, diese CS-Sachen könnte ich eigentlich wieder quasi vergessen, aber geht ja leider nicht. Und dann kommen wir hier an die S-Plus-Sachen. Hier haben wir die Pillar, die Pillars-Plus, also die schrägen Pillar, die runden Pillar, die geraden, die langen und so weiter. Und dann kommt die S-Plus-Teile. Da gibt es auch 3X-Foundations. Das wird gut. Boah, da muss ich neu mit... Da muss ich komplett neu überdenken. Triangle Ceiling. Da muss ich komplett neu überdenken, wie wir... bauen können, was diese Dreiecke für neue Möglichkeiten bieten. Bisher habe ich nur mit diesen Rounded-Geschichten gearbeitet, aber Dreieck ist natürlich auch genial. Mhm. Okay. Diese Gates sollte man auch dann da lernen. Oder andererseits habe ich die Gate-Mod. Stone Pipe.
Pipes, die sollten wir ebenfalls lernen. Stone Pipes, die regulären. Zack, zack, zack. Zack. Und die S-Plus-Teile. Zack, zack. Can be hidden. Can refill containers, irrigate crop lots or provide a refreshing drink. Haben die auch hiden? Kann man die auch verstecken? Weiß ich nicht. Werden wir ausprobieren. Genial. Diese ganzen Optionen, die sich da jetzt ergeben. Also da haben wir jetzt schon mal einiges. Und wie viel Ancrum Points haben wir noch übrig? Immer noch 146. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Und mittlerweile ist wieder Tag. Siehst du, haben wir doch die Nacht gut verbracht. So, Vogel ist leer. Hier. Put out fire. Eine Preserving Bin könnten wir gebrauchen. So, fürs Erste eine Preserving Bin, die könnten wir auch noch hier draußen irgendwo hinstellen, oder? Huch, Preserving Bin, die haben wir gelernt. Da gibt es keine S-Plus Preserving, oder? Nee. Dann wäre die ja auch angezeigt worden. Also die haben wir gelernt, die können wir bauen, wenn wir genug Material hätten. Preserving Bin, Stone, Wood, Thatch, Fiber. Ist da, was wir für ein Problem haben? Wenn ich das so richtig sehe. Wir haben keine Büsche hier unten. Zumindest nicht vor der Haustür. Okay. Das ist auch ein Stückchen weg. Gibt's hier echt keine Büsche? Ich meine, wir haben jetzt auch, also wir haben Wald, das könnte ganz okay sein von der Menge. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen bisher, ne? Mir scheint ja fast, ich hätte Ground Clutter aus, aber nö. Karg, karg ohne Ende. So ein Baby-Rhino, bloß nicht mit dem Busch verwechseln. Könnte doof enden. Finde die Mama nicht so cool. Gucken, ob am Wasser was wächst. Irgendwas hier in der Höhle. So, keine Ahnung. Uiuiui, da haben wir ein Problem. Das heißt, zum Fiber holen müssen wir immer weg. Busch. Busch. Ein einsamer. Okay, Fiber hätten wir genug. Thatchwood, Stone. Stone holen wir ja auch nochmal raus, komm. Stone holen wir ja auch nochmal raus. Dann Thatchwood. Das haben wir noch hoffentlich zahlreich vorhanden. Ich hoffe es einfach. So. Gucken, war das genug Stone? Jep, wunderbar. Also, dann können wir da eine Preserving Bin bauen. Moment. Das kommt auch noch rein. Dann können wir da eine Preserving Bin schon mal errichten. Dann haben wir da die Sorgen weg. Aber, ich hoffe, hier gibt es irgendwo einen Spot, wo... Was nützen mir die tollsten Bären, die hier rumlaufen, wenn wir keine Büsche haben? Es gibt hoffentlich irgendwo einen Spot, wo Büsche wachsen. Auch nicht hier unten am Fluss. Da hätte ich es ja jetzt irgendwie erwartet, dann wenigstens. Ich hoffe, das wird noch nachgepatcht, weil... Ganz ohne Busch ist echt doof. Auch so landschaftlich. Fällt mir jetzt erst auf, dass da sowas fehlt. Ich bin immer so horizontfixiert hier durchgeflogen. Ja, der Cheat-Wetter gibt es hier auch. Ich weiß nicht, dass da Büsche sind. Das sind... da nicht drüber reden, okay? Wir breiten den Mantel des Schweigens darüber aus. Das einzige Buschwerk, was hier ist, das werde ich wahrscheinlich
mit meiner Basis hier am Respawn dann hindern. Da freue ich mich ja schon drauf. Viel ist es nicht. Ha, aber wir hätten nicht ganz so weit fliegen müssen, das gebe ich zu. Ich mache das jetzt mal weg hier, was es da ist. Das mache ich gerade im Offscreen, sicherlich hier ein bisschen durch. Und dann haben wir schon mal so ein bisschen Vorrat wenigstens. Und dann schauen wir mal, was wir mit dem Fiber machen. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie dann, wenn wir Fiber holen, halt richtig aufbrechen und dann einen ganzen Quetzal voll Fiber machen. Dann haben wir genug für alle Ewigkeit. Sowas in der Richtung. Mal gucken. Wird sicherlich gehen. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann bauen wir das alles noch ein bisschen weiter aus. Und sind dann gespannt darauf, wie das hier so mit der Structures Plus und der Pillars Plus, wie sich das so baut. Vor allem bin ich gespannt darauf, ja, selbst gespannt darauf, was mir denn so an Ideen kommen. Ich habe nämlich gerade noch keine. Also, keine Ahnung. Ja, irgendwie muss ich mir ja überlegen, was wir hier bauen. Und das, also ich habe mir halt so vorgestellt, eine Türme da oben drauf. Dann kam der Vorschlag in den Kommentaren, das finde ich gar nicht so verkehrt, vielleicht können wir das aufgreifen, dass wir hier von der Echo Trees Mod die Dings aufbauen, die Redwood-Bäume und auf diesen dann die Plattform platzieren. Der Gedanke gefällt mir eigentlich ganz gut. Das geht ja. Ne? Also auf den ganz klassischen Redwood-Bäumen von der Echo Trees nicht, aber da gibt es eine eigene Crafting-Station für und da kann man dann eben diese platzierbaren Plattformen bauen. Da müssen wir mal gucken. Also, Endscreen ist fertig. Ich habe mich wieder verlabert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.